Electronic Dance Music ist mega angesagt. Lockdowns, Social Distancing, war da was? Die Umsätze sind besser als vor der Pandemie. Die Szene ist größer, stärker und vielfältiger geworden. Auf Festivals und in Clubs geht's wieder voll ab. Das gilt auch für Techno. Techno hat eine ungeheure Kraft, weil hier so vieles möglich ist. Es hängt vom DJ ab, was er oder sie daraus macht. Bis heute stehen vor allem Männer für Techno. Aber auch weibliche DJs haben Kultstatus und mischen ganz vorne mit. Das bringt mich auf ein anderes Level. Die Musik ist die Magie. Auf Social Media wächst die Fanbase rasant und interessiert sich wieder für die Anfänge von Techno. Die Leute entdecken meine alten Generator-Platten wieder. Ich musste 30 Jahre lang darauf warten, bis eine ganz neue Generation sie endlich hervorkramt. Die Wurzeln von Techno werden wiederentdeckt und gefeiert. Das zeigt zuallererst, dass ich meiner Zeit voraus war. Zeit nachzufragen, wie und wo Techno überhaupt entstanden ist. Spurensuche in Berlin, der so-called Techno-Hauptstadt. Wo sonst? Sperrstunde gibt's hier nicht und in Clubs wie dem Tresor kann nächtelang durchgefeiert werden. Auch mehr als 30 Jahre nach seiner Gründung gilt der Tresor noch als Epizentrum und Geburtsstätte der Techno-Bewegung. When it comes to techno, you come to this place. I think that is one of the most important club in Europe. Ich glaube, Techno ist die Kraft gewesen, die Berlin zu dem geformt hat, was es heute ist, zu dem Image, was wir haben. '89, vor dem Mauerfall, ist Berlin eine geteilte Stadt. Im sozialistischen Osten kontrolliert und reglementiert der Staat fast alle Lebensbereiche. Im Geheimen lauscht die DDR-Jugend aber trotzdem auf das, was im kapitalistischen Westen läuft. Hier, auf der anderen Seite der Mauer, in der Enklave West-Berlin, genießen die Menschen einen Sonderstatus und viel mehr Freiheiten und fühlen sich dennoch isoliert und abgeschnitten. Es war ziemlich wichtig, dass die Mauer fiel. Es gab auf einmal mehr Raum in der Stadt. Jeder aus dem Osten kam in den Goldenen Westen, um zu schauen, was da so läuft. Und jeder aus dem Westen machte Erkundungstouren in den Osten. In dieser Stimmung lief Techno völlig unterm Radar ab. Dimitri Hegemann und andere Mitstreiter der Westberliner Underground-Szene erkunden verlassene Orte im ehemaligen Grenzgebiet, das Jahrzehnte brach gelegen hatte. Wir hatten Glück, dass wir eine Location in unmittelbarer Nähe zur Mauer fanden. Wirklich, mitten in Berlin. Das Gebäude lag im Sperrgebiet und keiner konnte dahin. Auch nicht vom Osten aus, weil es so nah an der Mauer lag. Der Ort war mehr als 45 Jahre unberührt. Techno spielt sich wortwörtlich im Untergrund ab. Mit extrem lauter Musik, schnellen und harten Beats. Im Keller-Tresorraum eines ehemaligen Kaufhauses. Als wir aufgemacht haben, war es voll, vom ersten Tag an. Es war wirklich eine Art Fügung, dass diese Musik hier abging. Acid House oder House haben sich nicht durchgesetzt, aber Techno kam an. Und die Leute hatten auch Bock zu tanzen. Woher die Musik kommt und wer auflegt, interessiert lange niemanden. Im Tresor sind es von Anfang an DJs aus Detroit, wie Jeff Mills oder Ewan Atkins. Sie kommen aus den schwarzen Communities der damals heruntergekommenen US-amerikanischen Industriemetropole. Und sie prägen das, was später der Sound of Berlin genannt wird. Hi, my name is Blake Renee Baxter. I'm from Detroit, Michigan, USA. The techno house soul capital of the United States, I suppose. Thank you.
Detroit. Autometropole und Musikhochburg gilt auch als der Ort, wo die ersten Techno-Tracks entstehen. Das wird oft vergessen. Detroit kommt und geht. Das ist ein ewiger Kreislauf. Ich habe den Soul und Funk von Detroit reingebracht. Der Niedergang der Industrie und der Aufbruch in ein neues technologisches Zeitalter inspiriert Ewan Atkins und andere Musiker Anfang der 1980er Jahre zu futuristischen Sound-Experimenten. Sie mixen europäische Elektromusik mit afroamerikanischen Dance-Beats. Ich glaube, mit dem Beginn der technologischen Revolution ging das Industriezeitalter sozusagen zu Ende. Und da Detroit eines der wichtigsten industriellen Zentren in Amerika war, war die Stadt irgendwie wie leergefegt. Die Roboter übernahmen einfach die meiste Arbeit. Die Jungs spielen mit neuen Elektro-Soundgeräten und werden als Techno-Rebellen gefeiert. Ich und später ein paar mehr Jungs, wir bastelten mit dieser neuen Technologie herum. Vieles war ziemlich spontan, niemand hatte einen Plan. Ich meine, wir hatten schon eine gewisse Vorstellung, wie bei einem Experiment. Du mischt verschiedene Zutaten und was dabei rauskam, war 10-mal besser, als wir je gedacht hätten. Ortswechsel, Berlin. Bei einer Finissage von Alan Oldham, der auch die musikalische Begleitung für den Abend selbst produziert. Angefangen hat er als Radiomoderator in Detroit. Später macht er Illustrationen für Indie-Labels, bis er selbst DJ wird. Mein Kunststil war schon immer so. Das ging gut zusammen, als Techno aufkam. Das passte mit dem afrofuturistischen oder den Science-Fiction-Elementen. Ab Anfang der 1990er Jahre mischt Alan Oldham selbst in der Techno-Szene mit, als Mitglied von UR, dem DJ-Kollektiv Underground Resistance. Nichts und niemand war größer als die Musik. Die Musik war die Botschaft, nicht die Person. Und wir hatten alle Codenamen. Und ich suchte mir T-1000 aus. T-1000 war der modernste Nanotechnologie-Terminator. Besser als Arnold in jeder Hinsicht. So kam es zu meinem DJ-Namen. That's the basis behind my DJ name. Techno als Rettung in einer dystopischen Welt. So zeichnet es Alan Oldham Anfang der 1990er Jahre als Comic für ein Booklet des Techno-Labels Plus 8. Ich sollte einen Comic für ihr Label machen. Und sie sagten, hey, lass dir einfach was Cooles einfallen. UR, die Polizei von Detroit sind Roboter, aber UR hasst die Roboterpolizisten. Die anderen in der Widerstandsgruppe versuchen, ein Ding namens Zufallsgeräuschgenerator wieder in Gang zu setzen, das Musik erzeugt. Sie kriegen es hin und der Generator erwacht zum Leben. Und dann sieht man die ganze Elektrizität und die Schallwellen. Und dann sieht man hier die Erde und hier all die Schallwellen, Techno, und sie verbreiten sich über den ganzen Planeten. Das war die Idee. So hat Techno die Welt erobert. Ja, aber aus Detroit. Der Hype aus Detroit verbreitet sich tatsächlich schnell um den halben Globus. Begeistert Musiknerds, Clubbetreiber und Nachtschwärmer. Vor allem in Berlin. Techno-DJs werden aus den USA eingeflogen und bringen die Tanzflächen zum Kochen. In den USA bleibt Techno Underground. Ein Randphänomen, das schließlich vergessen wird. Aber wieso gelingt der Durchbruch erst durch den Export nach Europa? Das weiße Publikum stand auf Techno. Viele Schwarze mochten es nicht. Das kam nicht an. Es gab kein Rap, kein Gesang. Es war eintönig und repetitiv. Und genau das geht in Berlin voll ab. Techno wird zum Soundtrack für eine ganze Stadt.
Als es nach Berlin kam, hat sich hier alles konzentriert. Und dann kamen immer mehr Leute aus Detroit rüber. Der Tresor spielte dabei eine entscheidende Rolle. Das Wissen, dass Techno seine Wurzeln in afroamerikanischen Communities hat, ist weitestgehend verloren gegangen. Einfach, weil die harte elektronische Tanzmusik nicht in den USA, sondern in Berlin groß geworden ist. Als die Jungs den Detroit-Sound entwickelt haben, hat sich dort niemand für die Musik interessiert. Und hier war das richtige Forum für ihre Musik. Sie haben viel dazu beigetragen, die deutsche DJ-Kultur hier aufzubauen. Sie haben viele Leute motiviert. Paul van Dyk, geboren 1971 in einer Schwerindustrieregion in der DDR, aufgewachsen in Ost-Berlin. Er fährt wie viele andere Deutsche voll auf den neuen Sound ab. Das Ding ist einfach, ich lege Musik auf, weil ich die Musik liebe und weil ich halt ein völliger Freak bin und ein totaler Fanatiker, was so eine Musik betrifft irgendwie. Und ich lege nicht auf, weil man damit jetzt meinetwegen viel Geld verdienen kann. Doch ein paar Jahre später kommt Paul van Dyk ganz groß raus und wird einer der bekanntesten und erfolgreichsten DJs weltweit. Auch finanziell. Und Techno bewegt die Massen. In den Jahren davor war nicht viel los. Es gab kein wirklich ausgelassenes Nachtleben. Und als dann House, Acid House und dann Techno kam, das war großartig. Wir hatten Wochenenden, wo in Berlin um die 10.000 Leute von einem Club zum anderen zogen. Am Ende wurde es zu bekannt. Wir haben versucht, die Leute fernzuhalten, aber es hat nicht geklappt. Journalisten kamen auch von internationalen Magazinen und fingen an, über den Tresor und die Techno-Bewegung in Berlin zu schreiben. Und dann hatten wir ein Problem, dass zu viele Leute her wollten, um zu sehen, was es Neues gibt. Nach 6 Monaten wurde es wohl ein bisschen touristisch, aber die ersten 6 Monate im Tresor sind legendär. Auch weibliche DJs wie Ellen Alien starten in den 1990er Jahren durch. Sie zählt bis heute zu den wichtigsten Vertreterinnen der Berliner Techno-Szene. Ellen Alien produziert elektronische Musik, hat ihr eigenes Label B-Pitch Control. Im Tresor, sagt sie, fühlt sie sich immer noch wie zu Hause, obwohl sie ursprünglich vom Hip-Hop kommt. Die Underground-Szene, in der sich Techno abspielt, fasziniert sie von Anfang an. Der Grund, warum ich in Techno-Clubs gegangen bin, war, ich wollte weit weg von der Hip-Hop-Szene, weil die wirklich hart ist. Nicht, weil ich so gut auf Techno tanzen konnte. Ich wusste gar nicht, wie ich mich bewegen soll. Das war viel zu schnell für mich als Hip-Hopperin. Aber nach einer Weile habe ich kapiert, wie ich zu Techno tanzen kann und gelernt, meinen Körper schnell zu bewegen. Und mit der Love Parade kommt die Bewegung auf die Straße. Zuerst sind es Hunderte, dann Hunderttausende, die hier mitfeiern. Tage und Nächte, nonstop. Im Techno-Fieber verfallen viele auch der Droge Ecstasy. Aus der ganzen Welt kommen Raver nach Berlin, um diesen Rausch mitzuerleben. 1999, zum Höhepunkt der Love Parade, sind es 1,5 Millionen. Damals bei den großen Raves gab es jede Menge Drogen. Die Leute haben Partys gemacht und so weiter. Aber jetzt geht es mehr um Communities. Die Betonung liegt darauf, mehr Verantwortungsbewusstsein zu zeigen. Ich denke, viele junge Leute wollen sich eigene Räume schaffen. Und das ist der Soundtrack dafür. Aber was bedeutet Techno eigentlich? Um das herauszufinden, steigen wir tief ins Archiv der Jugendkulturen in Berlin-Kreuzberg, das Popgeschichte jenseits des Mainstreams sammelt und erforscht. Dokumente, Fanzines, Programmzeitschriften. Weitestgehend unbekannte Geschichte und Geschichten, die hier lagern. Hier haben wir das Programmheft vom Atonal Festival von 1990, wo man sagen kann, das war vielleicht das erste Techno-Festival in Deutschland. Der Begriff Techno kommt aber gar nicht so häufig vor, sondern es geht meistens um House. Und an einer Stelle wird dann von der sogenannten Techno-Szene gesprochen. Techno-Szene auch noch in Anführungsstrichen. Also das ist noch nicht so richtig klar, was damit eigentlich gemeint ist.
Es bedeutet für jeden etwas anderes. Techno kann auch melodisch und entspannt sein. Aber für mich ist Techno erstmal eher aggressiv. Techno ist alles, was du dir noch nicht vorgestellt hast. Ein Zitat von Techno-DJ-Legende Jeff Mills. Wissenschaftlich betrachtet ist das keine befriedigende Antwort. Anita Jori arbeitet an der Universität der Künste Berlin und erforscht das Phänomen und den Begriff Techno seit vielen Jahren. Im Deutschen wird Techno mit einem großen T geschrieben und hat eine sehr weit gefasste Bedeutung. Es ist ein Oberbegriff für sämtliche Underground-Events und musikbezogenen Happenings. Auch die Musik selbst zählt dazu. Es lässt sich am besten als etwas beschreiben, das als Underground verstanden wird und lokal organisiert ist. Aber es gibt da auch eine große Verwirrung, vor allem im internationalen Kontext, weil das Wort Techno, im Englischen kleingeschrieben, einfach ein Musikgenre bezeichnet. Eines der Genres elektronischer Tanzmusik. Techno ist eigentlich zuallererst irgendwie so eine harte, von Beats her gerade elektronische Tanzmusik. Im Vergleich zu House halt irgendwie weniger mit Soul, weniger Vocals. Schneller, härter, düsterer. Und immer noch verbinden viele Techno mit Drogenkonsum. Diese vereinfachte Darstellung, dass es in der Clubkultur nur darum geht, Drogen zu konsumieren, die wird es immer geben. Also, dass es nur um Hedonismus und Eskapismus geht. Aber ich denke, im 21. Jahrhundert trifft das nicht mehr zu. Den meisten Leuten geht es um den Club selbst. Sie gehen aus wegen des Line-ups, wegen der Musik. Sie gehen aus wegen der Atmosphäre. Es gab immer diese Verbindung, diese Vorstellung, die uns alle beschäftigt, was da draußen im Universum vor sich geht. Und der Versuch, uns damit irgendwie zu verbinden, ohne Angst davor zu haben. Die Musik klingt etwas robotisch und manchmal auch verzerrt. Techno ist auch minimal und die Maschinen machen manchmal so einen spacigen Sound. Ein Großteil der elektronischen Musik basiert auf dem Equipment. 303, Roland, 909. Schneller als 140 BPM. Und deshalb heißt es Techno, weil es technologisch fortschrittliche Geräte sind. Eigentlich ist es Underground. In Underground-Clubs hat alles angefangen. Und hier bespielt Ewan Atkins seit den 1980er Jahren die Dancefloors. In der Techno-Szene hat er längst Kultstatus. Doch Star-Kult, das lag ihm schon immer fern. Mein Job ist es, zu unterhalten. Denn zu meiner Zeit, also bevor man als DJ berühmt wurde und das so ausgeartet ist, da ging es darum, die Tanzfläche zu füllen oder die Leute glücklich zu machen und zum Tanzen zu bringen. Und vieles aus dieser Anfangszeit ist immer noch in mir. Heute füllt Ewan Atkins nicht nur die Tanzflächen der Clubs, sondern auch das Foyer der ehrwürdigen Berliner Philharmonie. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich jemals aus Detroit rauskomme und um die Welt reise. Vom Underground-Club in die heiligen Hallen der klassischen Musik. Das Stromfestival präsentiert das ganze breite Spektrum elektronischer Musik. So kommt Techno zur Hochkultur. Jetzt ist es soweit, dass diese Musik hier eingeladen wird. Das ist schon ein Statement, muss ich sagen. Techno hat seine eigenen Institutionen aufgebaut. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo die eine Institution die andere wahrnimmt und Interesse dafür entwickelt, was die andere tut. Und wir sind immer noch in der Philharmonie. Und das Licht geht an. Das zeigt vor allem, dass wir, beziehungsweise ich, meiner Zeit voraus war.
Und es zeigt das Durchhaltevermögen, weil ich diese Vision von der Zukunft hatte und sie sich jetzt irgendwie fortsetzt. Und das war ja sozusagen auch die Idee. Egal wo, in Berlin oder Detroit, loslassen, den Moment genießen. Auf dem Movement Festival besinnt sich die Geburtsstadt von Techno auf ihre Wurzeln und feiert elektronische Musik.